Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zu King Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Kingdom Come Deliverance. Im letzten Part haben wir uns hier auf ins Gasthaus begeben, um jetzt morgen eine Runde zu schlafen und das werden wir jetzt auch mal machen. Was muss ich tun? Es ist schon sehr spät, also ich würde jetzt halt einfach sagen, geh am besten mal nach Hause und komm morgen zum Trinken nochmal wieder, ne? Wir wollen das ja nicht übertreiben hier mit der Getrinkerei. So, da fährt das schön hier weiter. Alles wird gut, alles wird gut. Man muss halt auch mal bei ihnen schlafen, ne? Noch eine Stunde und... Und... Lass mich wieder aufwachen. There we go. So. Erholt. Wahrscheinlich ein bisschen hungrig. Ja, Heinrich hat Hunger. Ich habe auch Hunger. Ich glaube, nach diesem Part müssen wir auch erstmal frühstücken hier. Aber den mocken wir jetzt noch. Den mocken wir jetzt noch. Auf geht's. So, Türe öffnen. Eben schnell so ein Futter... Da ist er doch auch schon. Hat nicht lange gedauert, bis ich so einen schönen Topf mit lecker Essen gefunden habe. Ach, lecker. So, wo sind denn unsere zwei Kandidaten hier, die Experten? B. Sag Matthäus, okay, wir müssen zu B. Wahrscheinlich gerade noch am Pennen, die zwei. Wir sind auf jeden Fall nicht mehr verletzt, das ist schon mal gut. Was ist hier los? Da wird gepennt. Matthäus, so, aufwachen. Nein. Geh weg. Lass mich schlafen. Warum? Soll ich mal Matthäus bestehen? Oh, hier liegt eine Kuh rum. Hallo? Lies ja sogar. Die liegen alle am Liegen. Nee, sie nicht. Die bewegen sich. Kühe! Na gut. Während wir warten, dass die beiden wach werden, können wir uns ja mal ein bisschen umgucken. Hier ist noch ein Aktivitätengeber. Mitten auf dem Feld. Lass mal gucken, was er für eine Aktivität hat. Wahrscheinlich Steinweitwurf oder wer kann mehr Kürbisse essen? Ich weiß auch nicht. Wir waren auch noch nicht im Kloster. Wird langsam mal Zeit. Da gibt es wohl auch eine ziemlich coole, aber auch sehr lange Quest. Das ist doch der will, dass ich irgendwas klaue, oder nicht? Das war er doch. Nee, ist jemand anderes, glaube ich. Mal gucken. Erstmal in einem Trog waschen. Guten Morgen. Gott sei mit dir. Gott sei auch mit dir. Ich habe deine Meinung wegen des Auftrags... Nee, Gespräch beenden. Alles klar. Lassen wir erstmal. Der will, dass wir Sachen klauen. Das will ich jetzt erstmal noch nicht. Wir haben jetzt ja offizielle echte Klau-Missionen. Da können wir uns erstmal ein bisschen üben, ne? Was zur Hölle machst du? Ist das dein Ernst? Ja, es war mein Ernst. So, sind die zwei Nasen wieder wach? Sieht gut aus. Moin, ihr beiden. Glück und Gesundheit. Wünsche ich euch auch, ne? So, ich habe Arbeit für euch. Der Müller in Ledetschko würde euch gern kennenlernen. Du hast wirklich Arbeit für uns? Selbstverständlich. Ich konnte eure verdrießlichen Gesichter nicht länger ertragen. Verdrießlich? Danke, Heinrich. Nur, was ist denn nun los? Die Belohnung, die wir versprachen... Also, wir kommen zusammen nicht mal auf einen Groschen. Ach, doch so viel. Gebt mir das Geld ein andermal. Wieso gebe ich mich überhaupt mit euch? Ach, das macht nichts. Gebt mir das Geld, wenn ihr könnt. Das werden wir. Komm nächste Woche vorbei. Wir geben dir Geld, sobald wir unseren ersten Lohn bekommen. Ja, alles entspannt, ne? Alles entspannt. Gespräch beenden. Haut mal drin, Leute, ne? Quest erledigt. Auf ins Journal. Auf der Fährte Vergeltung. Finde Markwart von... Was haben wir denn noch? Der Schatz. Finde den Schatz unter dem Taubenschlag. Da habe ich ein bisschen Angst, dahin wieder zurückzukehren. Du, das ist mir dann doch ein bisschen arg gefährlich. Ist mir dann doch... Ruheloser Geist. Das ist wo? Erstmal anmachen. E zeigen. Ruheloser Geist ist hier. Dann können wir doch eben schnell hin. Da brauchen wir, also da brauchen wir eigentlich nicht mal schnell reisen, aber es gibt einen Fluss und noch einen Fluss und deswegen werden wir schnell reisen, weil ich sonst durchdrehe. Okay. Dann, bevor wir dabei hingehen, eben nochmal kurz gucken, ist jetzt hier noch was los? Questgeber, Questgeber. Wir sollten vielleicht mal doch wirklich ins Kloster reingehen. Ist bestimmt lustig. Lass uns mal ins Kloster gehen, da waren wir noch nicht. Oder wir machen schnell noch diesen, wir machen erst noch die Geisterquest, komm. Eins nach dem anderen, ne? So. Schnell reisen, hier hin.
Dann können wir uns da um die Geisterquest kümmern. Und vielleicht auch noch ein bisschen Zeug verkaufen. Wobei, so viel haben wir ja nicht mehr. Wir sind jetzt erstmal wieder gut dabei. Vor allem haben wir jetzt echt mal ein bisschen Kohle. Also wir könnten uns jetzt schon ein cooles neues Pferd leisten. Die Sache ist so, wenn wir uns jetzt neue geile Klamotten kaufen, so wie ich es vorhabe, dann sind wir dann wieder arm. Ne? Und halten vielleicht nicht mehr so viel aus. Das war jetzt ja wirklich, also wir haben ja wirklich gut was weggesteckt. Muss man einfach sagen. Der Heinrich hat gut was ausgehalten. Der Typ mit der Axt, der war ja schon krass dabei, ne? Also, ja, das ging. Ja, es ging wohl. So, eben mal diese Marke da noch entfernen, weil mich die nervös macht. So, und dann eben da hoch. Da lang. So. Du. Moin. Hallo, morgen. Na? Ah ja, die Fleischerei, genau. Sie hat ja die Fleischerei geerbt, sozusagen. In der es jetzt massivst am Spuken ist. Guten Tag. Oh, lecker Wurst, du. Räucherwurst, die sieht tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus. Hasenfleisch. Gut, diese zwei da hinten, die liegen ein bisschen im Blut drin. Ne? Die hätte ich da jetzt nicht hier unbedingt platziert, aber ist okay. Drahomira. Die Frau mit den Brüsten. Stinker. Okay, da brauchen wir nichts. Ich hörte, bei dir spukt es. Kunhuta, die Kräuterfrau, schickt mich. Ich bin hier wegen des Geistes. Du siehst nicht aus, als wüsstest du irgendwas über Geister. Warum ist sie nicht selbst gekommen? Du bist doch viel zu jung. Weißt du überhaupt irgendwas über Austreibungen? Ja, ich weiß, was ich tue. Aber ich krieg das irgendwie hin. Hört auf, mein Können in Frage zu stellen. 10, ja, machen wir. Machen wir es mal so. Du willst einen Geist loswerden. Und ich bin hier, um einen auszutreiben. Also sei schon still. Ist ja gut. Ich sage ja nichts mehr. So ist es fein. So. Was genau ist geschehen? Was genau ist vorgefallen? Es passiert immer nachts. Ein Geist erscheint mir und lässt mich nicht schlafen. Ich halte das nicht mehr aus. Ach, guck mal, die Blume, die haben wir sogar schon gemobst, weil wir doch schon mal da die ganzen Gräber mit von Pflanzen befreit haben, ne? Wessen Geist erscheint dir? Sein Name war Alois und er hatte einen Hof bei Ledetschko. Vor einigen Jahren verbrannte sein Haus und er gleich mit. Ich hörte, wer so grausam stirbt, kehrt oft als rastloser Geist zurück. So, warum sucht er ausgerechnet dich heim? Woher soll ich das wissen? Vielleicht, weil wir Nachbarn waren. Sind zusammen aufgewachsen. Das ergibt wohl Sinn. Nicht so wirklich. Wo liegt Alois begraben? Für den Exorzismus brauche ich Blumen von seinem Grab. An der Mauer auf dem Sasauer Friedhof. Das Grab ist etwas überwuchert. Ich war einige Male dort. Als er mir zum ersten Mal erschien, ging ich hin, um zu beten, aber es half nichts. Er kam wieder. Okay. Mehr Fragen habe ich erstmal nicht. Ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss. Dann führe um Himmels Willen endlich das Ritual durch. Ja. Mach's gut. Okay. Mucken wir. So, warte. Journal. Ich glaube, die Pflanze habe ich schon, ne? Finde Alois Grab. Alter, das ist wieder ewiglich weit weg. Können wir hier wieder Schnellreisen machen, ne? Map. Ja, da können wir wieder zurück. Schnellreisen. Eben das Grab nochmal begutachten. Questgeber, das ist eh nochmal ein Questgeber. Sehr gut. So viel zu tun, ne? Let's go. Fahren wir mal wieder zurück. Sattat läuft. 69. Oh, wir könnten mal wieder uns mal so ein bisschen Füllereimäßig ruhig mal 2 Schaufeln reinschütten. Damit Heinrich mal wieder ein bisschen Fettwampe ansetzt, ne? So, da sehen wir doch gleich. Zack. Mittag ist inzwischen. So, da mal los. Dann gehen wir mal wieder auf den Friedhof. Wir waren da, wie gesagt, schon mal. Ich denke, wir müssen da sogar nicht mal mehr wieder hin, weil wir die Blumen schon gemopst haben, die wir da brauchen. Aber wir gehen jetzt trotzdem nochmal hin. Einfach optional. Falls wir die doch nicht haben. So, Montero. Es ist ein bisschen überwuchert, hat sie gesagt. Finde Alois Grab. Dieses hier? Ja, das wird's wohl gewesen sein. Gut. War sinnlos herzukommen, weil ich die Blume schon habe. Wer hätte es gedacht? Journal.
Vertreibe den ruhelosen Geist. Du mit Toe, ne? Dann vertreiben wir den jetzt. Aber vorher gucken wir noch, was der Questgeber da unten will. Da war noch irgendwo so ein Questgeber gerade. Aber jetzt ist das Sternchen weg. Da ist er wieder. Auf geht's. Auf zum Questgeber! Das sind wahrscheinlich die Geschwister vom Hahn. Bist du der Questgeber? Du siehst ein bisschen so aus, als wärst du ein bisschen doof. Totengräber, stehlen. Hast du was verloren? Nö, all gut. Wie ist bei dir? Läuft noch? Was bist du denn für einer? Der Vogt? Guten Tag, Vogt. Nicht wegrennen, ich wollte mit dir reden. Ja, hat gesehen, Heinrich will mit mir schnacken. Instant weggerannt. Ist vernünftig. So. Questgeber, gut, wir müssen noch ein bisschen weiter in diese Richtung. Der Vogt will nicht mit uns reden. Es wird dieser Irre sein. Der Scharlatan, offensichtlich. Ja. Hallo. Ha. Ha! Ich kenne dich. Von irgendwoher. Woher kenne ich dich nur? Ich weiß es nicht. Ich hab's. Der Traum. Du warst in einem Boot aus Knochen. Und ich setzte dir eine Dornenkrone auf. Selbstverständlich. Erzähl mir mal mehr von deinem Traum. Na schön. Erzähl mir von deinem Traum. Der Traum. Ja, der Traum ist wahr geworden. Ich träumte, ein junger Mann würde kommen und mein Lehrling im Wunderhandel werden. Aha. Das kann nicht dein Ernst sein. Und das soll ich sein? Wer sonst? Wie heißt du, junger Mann? Heinrich. Heinrich. Ein machtvoller Name. Also, Heinrich, bist du bereit, mein Lehrling zu werden? Wer bist denn du überhaupt? Sag mir zuerst, wer du bist und was du tust. Ich bin ein bescheidener, ärmlicher kleiner Diener der Vorsehung. Gelehrter oder Händler, Gläubiger oder Heide. Ich wandle durch die Welt ohne Haus und Familie, habe nur meinen Wagen, in dem ich schlafe und biete den Bedürftigen Wunder. Ohne Sippe durchstreife ich diese Gefilde und bringe den Leuten die Wunder näher, derer sie bedürfen. Ich habe alles. Salben, Reliquien, wohlriechende Kräuter, seltene Gewürze, Talismane und Glücksbringer. Ich verstehe. Was müsste ich denn so tun? Was erwartet mich, wenn ich dein Lehrling werde? Okay. Muss man nicht verstehen. Ja, da ist wohl irgendwas passiert. Nichts leichter als das. Nichts leichter als das. Deshalb hat Gott dich mir geschickt. Also, was sagst du? Ich sag, ich werde dein Lehrling. Ich will nicht dein Lehrling. Komm, wir machen's einfach. Scheiß drauf. Ja, ich werde gern dein Lehrling. Wunderbar. Oh, du schöner Tag. Ich habe einen Nachfolger gefunden. Ja. Also gut. Womit beginnen wir die Ausbildung? Mit einer Prüfung deiner praktischen Fähigkeiten. Oh. Ja. Ich habe ein Auge auf 3 wertvolle Objekte geworfen. Aber sie sind sehr schwer zu bekommen. Ich bin kein Dieb. Fahre fort. Fahre fort? Zunächst einmal brauche ich einen Zahn des heiligen Prokop. Dann noch den Zweig eines Richtfestbaums. Und zuletzt den Glücksbringer eines Spielers. Herr im Himmel, so viel? Na gut, aber eins nach dem anderen. Wegen des Zahns des heiligen Prokop. Wegen des Zahns. Das wird etwas komplizierter, nicht wahr? Ich weiß. Ja, so eine seltene Reliquie kann man nur sehr schwer erreichen. Daher habe ich einen anderen Vorschlag. Ich höre. Ein Laienbruder namens Prokop lebt im Kloster. Und wie es der Zufall will, habe ich kürzlich herausgefunden, dass ihn ein kranker Zahn plagt. Ich glaube, mein Bauch sagt, du musst was essen, Fuchs. Woher weißt du von dem kranken Zahn? Woher weißt du von dem kranken Zahn? Er hat es mir in der Schenke gesagt. Aber das ist unwichtig. Mhm. Wie kriege ich seinen Zahn? Wie soll ich an den Zahn kommen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Denk dir etwas aus. Vielleicht überzeugst du ihn ja, dass er ihn vom Schmied ziehen lässt. Wäre das nicht Schwindel? Aber ist das nicht Betrug?
Ja und nein, verkaufe ich den Zahn als das heilige Prokop, ist das sicherlich Betrug. Verkaufe ich ihn doch als Zahn Prokops von Sasau, sieht die Sache anders aus. Was ist denn das? Kaputt, Mann, hat irgendjemand offensichtlich mit dem Ton verschissen. Ist es dann so wichtig, welchen Zahn ich dir bringe? Natürlich ist es das. Den Namen Prokop umranken in diesem Land mystische Kräfte. Ich träg sie vielleicht hin und wieder, aber ich versichere dir, ich bin kein Schwindler. Nee, du bist ein Scharlatan. Also gut, ich beschaff dir den Zahn. Ich werde ihn beschaffen. Wahrscheinlich komme dafür noch in den Knast. Wunderbar. So. Was ist ein Richtfestbaum? Was ist ein Richtfestbaum? Du bist wohl kein Schreiner. Nein, ich bin Schmied. Verstehe. Nun, ein Richtfestbaum ist ein geschmückter Nadelbaum. Ein Zweig davon wird ans Dach eines neuen Hauses gebunden, um Glück und Gottes Segen zu bringen. Ah, den können wir selbst machen. Dann müssen wir doch nur irgendwo einen Zweig abbrechen, ein paar Bänder kaufen und uns selbst einen Richtfestbaum machen. Du verstehst nicht, junger Mann. Der Baum wird vorher von einem Pfarrer gesegnet und hängt an der größten Kirche weit und breit. Den kann man nicht einfach ersetzen. Oh, also gut. Wie soll ich an den Baum herankommen? Der Baum hängt ziemlich hoch, nicht wahr? Sicher. Gemäß der Tradition wird er oben aufs Dach gehängt und die Kirche ist hoch. Und wie soll ich dann herankommen? Weiß ich auch nicht, aber irgendwie haben sie ihn schließlich hochgebracht. Okay, ich besorg dir den Zweig. Gut, ich hole den Zweig. Woher bekomme ich den Glücksbringer eines Spielers? Dieser Talisman. Wo finde ich so einen? Ich habe einen speziellen im Hinterkopf. Im hiesigen Gasthaus gibt es einen Würfelspieler, der eine Katzenpfote als Glücksbringer bei sich trägt. Okay, sollte das nicht eine Hasenpfote sein? Eine Katzenpfote? Ich dachte, Spieler tragen Hasenpfoten bei sich. Dachte ich auch. Aber dieser Mann gewinnt ein Spiel nach dem anderen. Also ist seine Pfote eindeutig mächtig. Oder ist einfach nur verdammt gut, ne? Wie soll ich sie beschaffen? Wie soll ich ihm den Glücksbringer abnehmen? Es wird sicher nicht leicht, aber du findest schon einen Weg. Wir werden sehen. Ich beschaffe dir die Pfote. Also gut, ich hole dir die Pfote. Gut, ich beschaffe dir die Gegenstände. Ich mache mich dann auf die Suche. Ausgezeichnet, tu das, mein Knecht. Viel Glück. Mein Knecht. Alles klar, Gespräch beenden. Wo sind wir denn da jetzt wieder reingeraten, du? Der ist schon so ein bisschen verrückt, der Typ. Aber gut, bevor wir uns da jetzt mit befassen, erstmal weiter den Geist austreiben. Das machen wir eben mal weg. Den wollen wir nicht mehr sehen. Das Schwert des Königs, ach ja, das waren diese Teile sammeln, den machen wir auch mal eben weg. So viele Dinger. Töte den Anführer des Lagers. Klötze im Fluss. Hatten wir ja schon gemacht. Bringe dem Gerber Wildschweinhaut, Festmahl für die Bettler, bringe Alex Hirschfleisch, gutes Geld für gutes Fleisch. Köstlichkeiten, bringe dem Schankwirt Wildschweinfleisch, ja, wir müssen so viel Fleisch noch organisieren. Aber das sind alles Aktivitäten, keine Quests, insofern nicht so schlimm, die kommen immer wieder und immer wieder, kann man immer wieder machen. Ja, wir machen jetzt erstmal den ruhelosen Geist, dafür lassen wir uns eben mal wieder schnell reisen. Da latschen wir nämlich jetzt nicht hin. Ja, ich möchte wirklich an diesen Ort schnell reisen. Dann wird wahrscheinlich auch schon bald Nacht sein. Das ist ja perfekt für eine Geisteraustreibung. Besser geht's eigentlich ja gar nicht. Und dann werde ich mir gleich erstmal Frühstück machen, Mann. Wird Zeit. Ich will gar nicht wissen, ob ihr das alles hört. Also ich kann es fühlen, aber durch meine Kopfhörer natürlich nicht hören. Aber ich glaube, mein Magen macht schon auch nicht. Der sagt schon, du, oder fütter mich. Fütter mich. So, wir sind in Ledetschko. Es ist noch nicht zu spät. Also die Schnellreise geht eigentlich doch ganz gut klar. Es wirkt für mich immer schlimmer, aber so schlimm ist es gar nicht. So, Manteau. Dann Manteau. Wo ist er denn? Wo ist sie denn eher gesagt? Da ist sie doch. Und hier ist sie auch langsam richtig voll. Also sie scheint ja trotzdem noch Zeug zu verkaufen. Was müsste doch der Metzger. Hallo? Gelobt sei Jesus Christus. Ja, ich lobe den auch, ne? Stinker. Gespräch beenden. Über dich wachen. Wenn du das sagst. Und die Ladenwache, die sitzt aber natürlich draußen, weil drin spukt es ja gerade, da ist keiner drin. Und Trog. Wir waschen uns noch eben. Und ich würde sagen, dann machen wir das Ganze erst im nächsten Part.
Erfolgreich noch ein bisschen Zeit geschunden. Ne? Ihr habt gesehen, noch 5 Sekunden, die kriegen wir noch so rum. Ne, aber fangen wir jetzt nicht mehr mit an, ne? So, ihr Lieben, ihr hört den Haaren krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann kurz hier einen Break. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer mal gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.